Was geht ab, liebe Leute von heute, hier auf meinem Kanal mit eurem lieben Killerbär wieder am Start mit Formel 1 2020, mein Team Karriere. Ja, diesmal versuche ich mal was anderes. Jetzt nicht so fahrmäßig oder spielmäßig. Ich habe mal was vor. Klar, Qualifying zeige ich euch, dritte Qualifying. Aber Rennen zeige ich mal in voller Länge. Wenn euch das gefallen hat, ist schön, könnt ihr gerne unter den, da wo die Kommentare sind, reinschreiben, dass ihr es so möchtet, dass ich die Volllänge oder wieder lieber so abkürze. Das heißt, dass ich 6 Runden zeige, dann einen Cut mache und dann erst ab, ja, gucken, die letzten 3 Runden euch dann noch zeige. Wie ihr möchtet. Ich richte mich nach euch, ihr entscheidet, ne? Und gucken. Und ich sehe auch gerade, dass im Rennen es wird regnen in Italien, in Monza. Wird ja schlustig. Und das in voller Länge zu sehen, ja, was will man mehr? So, ja, ich habe es ja umgeändert, ich fahre ja nicht mehr 50%. Ich, so jetzt nicht Schwierigkeitsstufe, ich, von Rundenzahl. Ich fahre auf 25% Rundenzahl. Schwierigkeit ist immer noch auf 70 oder 75, weiß ich jetzt gar nicht. Ende der Saison, wenn die Saison abgeschlossen ist, gehe ich auf 80%. Und dann mal gucken, wie es dann läuft, ne? So, dann sage ich mal, dann hören wir uns wieder nach dem Rennen. Genießt es. Ne? Und drückt mir die Daumen. Bis später. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Keller, Bottas und Sebastian Vettel. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Es ist wieder einmal Zeit für den großen Preis von Italien hier auf dem allseits beliebten und legendären Autodromo Nazionale di Monza.
Hier gibt es von allen Strecken der Saison am wenigsten Abtrieb und Luftwiderstand. Also, Sie können sich darauf einstellen, dass die Fahrer den Windschatten nutzen werden, so gut es eben geht. Bei so einem Regen, wie wir ihn heute auf der Strecke von Monza mit ihren 5,79 Kilometern erleben, stehen die Teams vor einem großen Problem. Denn eigentlich sind die Autos auf wenig Luftwiderstand eingestellt, fahren also mit ganz flachen Flügeln. Dies wird vor allen Dingen in der letzten, in der Parabolika-Kurve, zu einer extremen Herausforderung. Denn diese Kurve unter diesen Bedingungen zu meistern, dazu muss man wirklich zaubern. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Vielleicht sollten wir uns zum Einstieg über Kevin Magnussen unterhalten. In dem Wagen befindet sich ein neues Getriebe, was selbstverständlich eine Startplatzstrafe bedeutet. Das verspricht eine Menge zusätzlicher Spannung. Denn wir müssen Ihnen zusehen, wie Sie sich ganz langsam von hinten nach vorne kämpfen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das ein Problem ist, mit dem Sie sich zumindest heute nicht herumschlagen müssen. Es hat absolut nichts Gutes, wenn man mit einer Strafe starten muss. Aber ich glaube schon, dass Sie im Laufe des Rennens ein paar Plätze gut machen werden. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Keller startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Vettel, Leclerc, Alexander Albon und Ricciardo, Hamilton, Sainz, Verstappen und Dani Kvyat, Giovinazzi, Stroll, Pierre Gasly und Raikkonen, Perez, Norris, Romain Grosjean und Mick Schumacher, Russell, Ocon, Latifi und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke.
Was für eine fahrerische Leistung, die Ferrari heute den Sieg eingebracht hat. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Es war wirklich wichtig, dass Sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass Sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seine Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Das widerspricht zwar der offiziellen Entscheidung, aber ich finde, beide waren heute in absoluter Topform. Und meine Wahl hat sich die Anerkennung verdient. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ja, was soll ich da über diesen Rennen sagen? Eigentlich bin ich zufrieden, Zweiter zu sein. Das hätte schlimmer sein können. Okay, nee. Ich könnte auch sagen, nach dem, wo Safety Car rauskam, hat mir das Rennen versaut. Dadurch hat Bottas mich eingeholt, war er auf einmal vor mir. Ja, und dann bremst Bottas auf einmal so stark ab, dass ich habe ja schon frühzeitig gebremst. Noch früher kann ich nicht, dann verliere ich an Tempo. Ja, und dann rutsche ich ihn hinten drauf. Selbst schuld, ne, wenn man so stark abbremst. Meint in der Kurve wie eine Schnecke zu fahren. Selbst schuld. Tja, wir können ja gleich mal gucken, wo der Bottas da steht. Ja, Leclerc hat mich dann eingeholt, weil ich die Kurve nicht mehr bekommen habe richtig. Weil ich rübergerutscht bin auf Kies. Hat Leclerc mich dann noch bekommen. Deswegen kann ich mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Und dann noch einen Zusatzpunkt. 19 Punkte. Was willst du mehr? Jetzt gucken wir mal kurz. Ja, mein Teamkollege ist 18. geblieben. Ja, Bottas konnte es einfach nicht mehr einholen. Ne? McLaren, hier Lewis Hamilton ist ausgeschieden aus dem Rennen, haben wir ja gesehen. Ja, und Vladimir Bottas ist, ja, konnte sich durch den Dreher nicht mehr wieder fangen. So kann es passieren. Vom 1. auf einmal zum 21. Platz. Das geht in Regenrennen so schnell. Das ist schon heftig. Ja, dann gucken wir mal die Rangliste, wie die aussieht. Na, 5. Platz bin ich noch mit 159 Punkte. Ja, Leclerc, okay, der hat ein paar Pünktchen mehr wie ich jetzt. Ja. Aber alles noch bis Platz 3, alles noch eng. 1 und 2, das macht sich Lewis Hamilton und Bottas sich untereinander, die heute eigentlich keine Punkte gesammelt haben. Ist für die anderen Fahrer sehr wichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Vettel ist hinter mir. Das finde ich, ja, 2 Deutsche. Eigentlich gut. Ja, gucken wir jetzt mal die Konstrukteurrangliste. Ja, immer noch 4. Platz mit 159 Punkten jetzt. Ja, na, ich glaube nicht, weil ich sammle ja zurzeit alleine Punkte. Mick Schumacher schafft es einfach nicht, meine Punkte zu fahren.
Wenn du alleine Punkte sammelst, kannst du froh sein, wenn du vierter Platz mit deinem Team wirst. Echt. Nach den Rennen muss ich mal gucken. Überlege ich mir, behalte ich Mick Schumacher oder ja, suche ich mir einen anderen Fahrer? Das ist die Frage. Deswegen bleibt dran, Leute. Verfolgt jedes Formel 1 Video von mir hier, mein Team, Karriere. Weil noch bin ich mir unschlüssig, dass ich Mick Schumacher behalten möchte. Aber vielleicht ändere ich ja noch meine Meinung, wer weiß. Aber wir gucken jetzt mal, was wir noch an Fahrzeug verbessern können und so andere Sachen, ne? So, da bin ich wieder. Oh, scheiße, haben wir vorgespult. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Okay. Mal gucken. Ja, super. Ich würde sowas in der Art empfehlen. So, das haben wir jetzt. Sieht gut aus. Ah, das wäre hoch und runter gehen, das ist normal. Aber ihr seht, es ist nicht mehr viel. Wir haben jetzt noch Singapur, Russland, Japan, USA, Mexiko, Brasilien und Vereinigte Emirate. 7 Rennen noch. Und dann ist die Saison vorbei. Das heißt, am Montag kommt Singapur, dann kommt am nächsten Donnerstag Russland, dann Montag wieder Japan, dann Donnerstag USA. Das sind dann 1, 2, 3, so ungefähr 3 Wochen. Und dann in ungefähr 3 Wochen haben wir es dann geschafft. Dann ist die Liga, die Saison hinter uns und dann gucken wir, was Saison 2 uns dann so bringt. 6 Millionen Nummer. Ich will mal gucken. Fitness-Geringfügige. Erhöhte die Rennkunst. 4 Millionen. Na komm, scheiß drauf. So. Vielleicht wird er dadurch ein bisschen besser. Wer weiß. So, tun wir mal vorspulen. Singapur. Na, die Teile werden erst später eingebaut. Aber, liebe Leute, Singapur ist das nächste Rennen. Rennen 16 kommt dann auf uns zu. Sind wir mal gespannt, wie es dann läuft in Singapur. Würde ich mich dann freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wieder zuschaut. Damit verabschiede ich mich heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, und nochmal sorry, dass gestern nichts kam an Videos, weil ich hatte leider nicht die Zeit. Wollte ich eigentlich schon am Anfang sagen, aber habe ich total verpeilt und deswegen sage ich jetzt am Ende. Sorry nochmal. Aber keine Angst, die 2 Videos, die ich eigentlich mittwochs immer rausknalle, werden nächste Woche wieder kommen. Deswegen keine Sorge. Manchmal habe ich die Zeit nicht, dann schaffe ich es einfach nicht. Deswegen sorry. Bis zum nächsten Mal, euer Klaus.